AfD berauscht vom Protestergebnis. Wutbürger, Euro-Gegner, Merkel frustrierte. 10% wählten diese Partei. Björn Höcke will polarisieren. Der König ist tot, es lebe die Königin. Eine erregte Debatte vor allem zum Islam. Björn Höcke hat gerade von einer dämlichen Bewältigungspolitik der deutschen Geschichte gesprochen. Die AfD zerfleischt sich auf offener Bühne. Die AfD strotzt vor Kraft. Das Prinzip immer dagegen scheint aufzugehen. Die Geschichte der AfD von Phoenix zusammengestellt und eingeordnet aus Beiträgen von ZDF und ARD. Wir erleben jetzt die Geburtsstunde einer neuen Partei. Es war nicht nur eine neue Partei, die sich im April 2013 in Berlin gründete, sondern es war gleichzeitig ein tiefer Umbruch in der deutschen Parteienlandschaft. Als Protest gegen die Euro-Rettungspartei der Merkel-Regierung gelang es der AfD, sich bundesweit am rechten Rand des Parteiensystems zu etablieren. Wutbürger, Euro-Gegner, Merkel frustrierte. Hier sammelt sich das Gefühl, dass etwas schiefläuft. In Sachen Euro, in Sachen Deutschland und überhaupt. Er soll aus diesem Gefühl eine Partei formen. Bernd Lucke, Professor, 50, Ex-CDU-Mitglied und schon heute Messias im Kampf gegen das Politestablishment. Unsere Parlamentarier, meine Damen und Herren, sind verkommen zu Erfüllungsgehilfen. Und das nur deshalb, weil die Regierung behauptet, es gäbe zu ihrer Politik keine Alternative. Wir wollen der Regierung sagen, meine Damen und Herren, wir wollen ihr sagen, jetzt ist sie da, die Alternative für Deutschland. Und sie wächst im Minutentakt. 1500 Mitglieder sind gekommen, um die Geburtsstunde zu bejubeln. Das Programm nur ein paar Sätze, aber jeder eine Provokation. Den Euroraum auflösen, nationale Währungen wieder einführen, die D-Mark soll kein Tabu mehr sein, Brüssel Kompetenzen nehmen, EU-Beamten die Gehälter kürzen. D-Mark-Nostalgie und Euro-Frust haben einen Nerv getroffen. Allerdings auch bei denen, die die neue Partei eigentlich nicht wollte. Die NPD protestiert vor dem Gründungsparteitag der Alternative. Sie fürchtet, Konkurrenz im rechten Lager zu bekommen. Die überwältigende Mehrheit unserer Mitglieder, das sind ganz, ganz ordentliche, tadellose Staatsbürger. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Wir sind kein Sammelbecken für Rechtsradikale. Für die Partei spielten solche Sätze zu Beginn ihrer Karriere keine Rolle. Ihre Identität als Anti-Euro-Partei führte gleich zu Beginn in die Erfolgsspur. So verfehlte sie bei der Bundestagswahl 2013 nur knapp die 5%-Hürde. Ein Jahr später schickten die Wähler die AfD jedoch mit 7,1% ins Europaparlament. Meine Damen und Herren, die AfD ist bei dieser Wahl aufgeblüht als eine neue Partei, als eine neue Volkspartei. Die AfD berauscht vom Protestergebnis. Die Euroskepsis, das Grundthema der Partei, hat weit weniger Wähler mobilisiert als in anderen Ländern. Trotzdem fühlt man sich jetzt etabliert. Besser kann es kaum laufen. Wir sind mehr als doppelt so stark wie die FDP. Das ist ein politisches Erdbeben. Wer wählt denn aus Überzeugung heute noch CDU? Im Wahlkampf wirkte es nicht immer so, als ob Lucke seine Partei noch steuern kann. Die AfD wendet sich auch an radikale Wähler, fischt an Rändern und redet nicht gern drüber. Wir sind eine junge Partei und natürlich gibt es hier verschiedene Strömungen. Es gibt linke Strömungen, es gibt rechte Strömungen. Ich bin durchaus nicht mit allen einverstanden. In jeder Partei gibt es immer Leute, die man im Grunde genommen nicht haben will. Und in einer neuen Partei, glaube ich, ist die Gefahr besonders groß. Die AfD feiert den Einzug in das Europaparlament, das der Partei eigentlich so fremd ist. Aber es bringt Prestige, Gelder, eine politische Mitspielgarantie. Und die wird immer größer. In Sachsen zieht die AfD zum ersten Mal in ein Landesparlament ein. 10% wählten diese Partei mit ihren neoliberalen, nationalkonservativen oder auch rechtspopulistischen Flügeln. Dabei zog die AfD offenbar auch etwa 15.000 Wähler von der NPD herüber. Nach den ersten Zahlen, die man jetzt so bei den Wählerwanderungen sieht, gehe ich davon aus, dass die AfD unser Hauptkonkurrent gewesen ist. Insgesamt stimmten in Sachsen heute also etwa 15% für Protestparteien rechts von der Mitte. Spurensuche. Kann es sein, dass der Sachse besonders affin ist, Parteien zu wählen, die so ein bisschen piesacken? Ich glaube, dass die ostdeutschen Länder prinzipiell dafür affin sind, weil die Ostdeutschen haben nicht die Zeit gehabt, sich über Jahrzehnte an die Altparteien zu gewöhnen. Und ich glaube, den sächsischen und auch den ostdeutschen Wählern fällt es leichter, sich von Parteien zu lösen, wenn sie unzufrieden sind. Trotz ihrer Positionen etwa zum Thema Asyl, rechts möchte die AfD selbst auf keinen Fall verortet werden. Doch genau diese Frage geriet für die noch junge Partei zum innerparteilichen Macht- und Richtungskampf.
denn die öffentliche Diskussion um den Euro verblasste. Stattdessen trat die Migrationspolitik als neues Kernthema auch bei der AfD hervor und damit vor allem eine interne Streitfrage. Über den richtigen Umgang mit Pegida ringt die Politik und vor allem die AfD. Fraktionssitzung gestern im Sächsischen Landtag. Die Basis, so hört man, mache Druck. Die AfD solle sich endlich klar zu den Zielen der Pegida bekennen. Parteichefin Frauke Petri sieht gewisse Gemeinsamkeiten. Nun, die AfD hat im Rahmen ihrer Wahlkämpfe und auch jetzt danach natürlich sich auch mit der Asyldebatte befasst und tut es weiterhin, weil wir der Meinung sind, dass in Deutschland geltendes Asylrecht nicht eingehalten und nicht durchgeführt wird. Da das auch ein Thema der Pegida-Demonstration ist, gibt es inhaltliche Überschneidungen. Wenn es Schnittmengen gibt, dann bejahen wir diese und wenn nicht, dann werden wir es auch deutlich machen. Ignorieren jedenfalls wird man die selbsternannten patriotischen Europäer nicht mehr können. Experten glauben, dass es Versäumnisse der Politik gibt, gerade was das Thema Asyl angeht. Es sei gefährlich, Pegida nur allein als rechte Spinner abzutun. In Thüringen wandte sich die AfD aber genau an dieses Wählerklientel. Der neue AfD-Landeschef Björn Höcke zog nach erfolgreichem Wahlkampf mit 10,2% in den Landtag ein. Und er nutzte die Bühne, um die AfD weiter in die rechtsnationale Richtung zu führen. Björn Höcke will polarisieren. Streit hat er jüngst auch in der eigenen Partei ausgelöst. Mit diesem Papier, der sogenannten Erfurter Resolution. Darin harsche Kritik am bisherigen Kurs der Bundes-AfD. Diese Resolution soll Hoffnung machen. Hoffnung machen, dass die AfD ihren grundsätzlichen Erneuerungsauftrag nicht verrät, liebe Freunde. Grundsätzlicher Erneuerungsauftrag. Im Kern steht da, die AfD sei in Gefahr, passe sich zu sehr den etablierten Parteien an. Feigheit und Verrat an den Interessen des Landes, beklagen die Unterzeichner, fordern mehr Unterstützung für Protestbewegungen wie Pegida und Co. Ein fundamentaler Richtungsstreit, so der Sozialwissenschaftler Alexander Häusler. Er forscht seit Jahren zur AfD. Man muss sich klar machen, dass die AfD aus unterschiedlich politischen Milieus besteht. Einem eher wirtschaftsliberalen, einem nationalkonservativen, einem deutlich rechtsaußenaffinen Milieu. Und jetzt geht es um die Frage, wer repräsentiert die Partei an der Spitze? Deutlich rechtsaußen scheint der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zu stehen. In Interviews mit Blättern der Neuen Rechten widerspricht der Gymnasiallehrer Höcke nicht, wenn Moscheen als Symbole für Landnahme bezeichnet werden. Im Landtag ätzt er gegen die Gleichstellung der Geschlechter. Auch dem Gender-Totalitarismus, dieser Fehlgeburt des Behaviorismus, werden wir die Stirn bieten, sehr verehrte Damen und Herren. Experten erinnert das an die Ideologie der neuen Rechten. Herr Höcke hat als Landesvorsitzender der AfD deutlich auch schon Äußerungen in der neurechten Publizistik getätigt, die nationale Identität gegen die multikulturelle Einwanderungsgesellschaft in Stellung zu bringen. Das ist schon original neurechter Sprechduktus, der da zum Ausdruck kommt. Gute Kontakte zur neuen Rechten gibt AfD-Chef Höcke offen zu. Vorwürfe, er habe unter Pseudonym für ein Thüringer NPD-Blatt geschrieben, dementiert Björn Höcke. Ich kann dazu nichts sagen, tut mir leid. Also Landolf Ladig sagt Ihnen nichts? Nein, auf jeden Fall hat das nichts mit mir zu tun. Sie sind es nicht? Nein. Der Richtungsstreit in der AfD ist offen ausgebrochen. Der wirtschaftsliberale AfD-Flügel distanziert sich von der Erfurter Resolution. Was folgte, waren Konflikte über den Kurs der Partei in vielen Landesverbänden und in der Spitze der AfD. Ein erster Paukenschlag folgte, als der frühere BDI-Chef Hans-Olaf Henkel, Aushängeschild des wirtschaftsliberalen Flügels der AfD, entnervt die Partei verließ. Zum einen ist die Zusammenarbeit in dem Vorstand mit einigen Personen für mich unerträglich geworden. Und zum anderen stelle ich fest, dass es eine starke Tendenz gibt, diese Partei nach rechts außen zu verschieben. Und das ist auch ein Signal an die Mitglieder, aufzuwachen und mitzuhelfen, dass diese Partei da bleibt, wo sie angefangen hat, nämlich bei ihren politischen Leitlinien und sich nicht kapern lässt von rechts außen. Mit Henkel geht der Wortführer des wirtschaftsliberalen Flügels und bisher wichtigste Gegenspieler der Nationalkonservativen. Er galt als Luckemann, als einer der letzten führenden Liberalen in der AfD. Henkel war es, der immer wieder vor der Nähe zu Pegida warnte, sein Weggang schwächt Lucke.
Zuletzt setzten sich in den Landesverbänden zunehmend rechtsnationale Kräfte durch, etwa in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen, die einen harten Kurs in der Asyl- und Zuwanderungspolitik wollen. Ihr Wortführer Alexander Gauland will Lucke jetzt inhaltlich vor sich hertreiben, attestiert ihm heute mal wieder Führungsschwäche. Ich glaube, dass er mit sich ringt, wie er die Flügel in irgendeiner Weise integrieren kann, was er meiner Ansicht nach bis jetzt nicht getan hat. Und das ist ja auch mein Vorwurf. Naja, ich glaube, da müsste sich Herr Gauland lieber mal an die eigene Nase packen. Herr Gauland hat seit Monaten mit Äußerungen eigentlich gerade den bürgerlich-moderaten Teil der Partei vor den Kopf gestoßen. Und das ist sicherlich das, was man als Spalten bezeichnen würde. Das Klima vergiftet die AfD in ihrer schwersten Krise. Dem vermeintlich starken Mann Bernd Lucke droht seine Partei nach rechts zu entgleiten. Spätestens Anfang 2015 verzeichneten Beobachter den schwindenden Rückhalt für Bernd Lucke und seine gemäßigte Parteiführung. Auf dem Parteitag in Essen im Juli erlebte der Hamburger Wirtschaftsprofessor bittere Stunden. Der König ist tot, es lebe die Königin. Frauke Petry hat es geschafft. 60% der Stimmen für sie als AfD-Vorsitzende. Der Führungsstreit entschieden, Bernd Lucke entmachtet. Dies muss der letzte Parteitag der AfD sein, der durch eine derartige Mobilisierung zur Zerreißprobe wird. Das können wir uns nicht noch einmal leisten. Es war ein Tag der Demütigung für ihn. Die Essener Grugerhalle, ein Hexenkessel. 3500 Mitglieder, 30 Grad Raumtemperatur. Petry hat ihre Truppen gesammelt. Lucke wird ausgebuht für seinen Verein Weckruf 2015. Eine Initiative, die das Abdriften der AfD nach rechts außen verhindern sollte. Die AfD wandert weiter nach rechts. Die Nationalkonservativen dominieren den Parteitag. Aktive Bevölkerungspolitik, Grenzkontrollen und vor allem schärfere Asyl- und Zuwanderungspolitik, das sind die Themen, die hier ziehen. Längst hat die existenzielle Frage, wie man Einwanderer von Gästen, Asylanten von Scheinasylanten und Flüchtlinge von Erpressern unterscheidet, unser Standardthema Eurokritik eingeholt. Auch Petry bedient diese Stimmung. Wenn es massive Integrationsprobleme gibt aufgrund der Tatsache, dass eine Religion wie der Islam nun mal ein Staatsverständnis transportieren, das uns in Mitteleuropa nun völlig fremd ist und das mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar ist. Was für eine Konsequenz soll das denn für die Muslime in Deutschland haben? Wollen wir denn tatsächlich dahin gehen, dass wir in eine gespaltene Gesellschaft kommen, weil wir nicht mehr akzeptieren können, dass Menschen in ihrem religiösen Bewusstsein... Ruhe! Lucke wird niedergebrüllt. 3 Stunden später ist er aussortiert. Frauke Petry übernimmt nun eine zerrissene AfD, die spätestens ab heute wohl eine Protest- und Wutbürgerpartei ist. Die innerparteilichen Streitigkeiten blieben nicht ohne Folge. Die Partei rutschte in Umfragen weit unter die 5%-Marke. Die entscheidende Wende brachte dann die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Ausgelöst durch den Flüchtlingsstrom aus dem asiatischen Kontinent nach Europa im Sommer 2015. Für Parteienforscher wurde die AfD dadurch Sprachrohr und Protestanker einer durch den unkontrollierten Flüchtlingszug tief verunsicherten Bevölkerung. Die Partei hatte ihr neues Thema und die Umfragewerte stiegen steil nach oben. Selbstbewusst schießt AfD-Chefin Petry sich auf Angela Merkel ein. Wenn die aktuelle Bundeskanzlerin sich hinstellt und sagt, wir haben es nicht in der Hand, wie viele Flüchtlinge, wie viele Migranten, möchte ich ergänzen, zu uns kommen. Frau Merkel, damit haben Sie Ihren Regierungsauftrag klar verfehlt. Treten Sie zurück, Sie schaffen das. Das neue Selbstbewusstsein der AfD jedoch bleibt nicht ohne Widerspruch. Mehr als 1000 Demonstranten protestieren friedlich gegen den Parteitag in Hannover. Kassel hatte der AfD die kalte Schulter gezeigt. Die 600 Delegierten, umstellt vom Protest, ficht es nicht an. Sie sehen sich im Aufwind. Wir liegen in allen Umfragen zwischen 8% und 10% bundesweit. Und Potenzialanalysen, das finde ich eigentlich noch bedeutsamer, bescheinigen uns ein Wählerpotenzial von derzeit rund 20%. Eurokritische Wirtschaftsprofessoren wie Meuthen aber können diese Erfolge kaum für sich in Anspruch nehmen, sagen Parteienforscher.
Die Euro-Kritik haben Sie jetzt sehr stark nach hinten gestellt, auch in Ihrer Herbstoffensive, und setzen eben ganz einseitig, ganz klar auf die Flüchtlingsproblematik. Das Thema nützt vor allem dem nationalen Flügel Männern wie dem thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke. Er gilt als Rechtsaußen der AfD. In Hannover gibt er sich heute diszipliniert. Man muss bereit sein, auch politische Botschaften ins Land zu senden. Das tue ich auf meine Art und Weise. Bin aber auch gerne bereit, wenn ich konstruktive Rückmeldungen bekomme, zu lernen und das entsprechend auch einzuarbeiten. Ein Antrag des Bundesvorstandes zur Asylpolitik aber fällt durch. Stattdessen stimmt der Parteitag für einen verschärften Vorschlag des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Asylbewerber sollen an den Grenzen abgewiesen werden. Die Abgrenzung zu Pegida entsprechend schwammig. Pegida hat einen anderen Ansatz. Die wollen letztlich auch Mehrheiten für ihre Sache generieren, aber sie wollen das vor allen Dingen auf der Straße. Also der klassische Ansatz außerparlamentarischer Opposition. Das ist legitim. Der Kampf um den Kurs der Partei erstmal vertagt. Die AfD tut alles, um ihr Umfragehoch nicht wieder durch Streit zu gefährden. Daran halten sich vorerst auch die Rechtspopulisten, aber sie harren ihrer Stunde. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke segelt schon lange scharf am rechten Rand. 1000 Jahre Deutschland! Erst im November präsentierte der Gymnasiallehrer für Geschichte und Sport Rassentheorien zur Flüchtlingsfrage. Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Das ging etlichen in der AfD zu weit. Der Bundesvorstand erteilte Höcke eine Rüge und stellte Tage später knapp fest, dass die Äußerungen des thüringischen Landesvorsitzenden ausschließlich seine persönliche Meinung darstellen. Und Höcke solle selbst prüfen, inwieweit seine Positionen sich noch in Übereinstimmung mit denen der AfD befinden. Doch AfD-Parteichefin Petri fordert stärkere Konsequenzen, will den Rücktritt Höckes vom thüringischen Parteivorsitz. Ich glaube, dass Herr Höcke mehrfach gezeigt hat, dass er sich revidieren musste. Fehler kann jeder machen, aber ich glaube, dass er sehr stark überdenken muss, ob er noch Landesvorsitzender in Thüringen bleiben kann. Doch statt Unterstützung erfährt Petri nun selbst Kritik. Der Brandenburger AfD-Chef Gauland etwa springt Höcke bei, wirft Petri einen Alleingang vor. Mir wäre es persönlich lieber gewesen, dass sie die Position des Bundesvorstands ganz klar herausgestellt hätte. Ich finde sie eine kluge und charmante Vorsitzende und möchte sie gern behalten. Aber man muss auch mal verschiedener Meinung sein können in einer Partei. Am Fall Höcke scheint sich ein neuer Machtkampf in der AfD zu entzünden. Beobachter sehen darin auch eine Richtungsentscheidung. Er wird als Rechtsausleger oder schon in der Mitte der Partei offenbar in deren Ansicht gebraucht. Und das zeigt, dass diese Partei sich rechtsradikalisiert. Höcke selbst schweigt derzeit lieber, stellt nur fest, er stimme voll mit den Positionen der AfD überein. Der Siegeszug der AfD 2016 in mehreren Bundesländern, darunter auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der interne Streit um die politische Richtung weiterschwelte, auch als sich die Partei das erste Grundsatzprogramm gab. Weit über 2000 Teilnehmer. Zum Grundsatzprogramm eine erregte Debatte, vor allem zum Islam. Der Islam ist bei uns fremd und deshalb kann er sich nicht im gleichen Umfang auf die Religionsfreiheit berufen wie das Christentum. Wir möchten Deutschland, so wie ich es erleben durfte als Kind und auch heute noch, dass die Kirchenglocke das dominierende christliche Symbol ist und nicht irgendwelche Minarette. Die Religionsfreiheit aber sei ein hohes Gut, ruft ein anderer. Und ich appelliere an alle, geht in eure muslimischen Gemeinden, in euren Orten und geht in den Dialog. Ich in meinem Kreisverband Lüneburg. Bitte. Meine Damen und Herren. Doch die Stimmung ist gegen Dialog. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Die Delegierten sind für ein Verbot der Vollverschleierung und gegen die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland. Das Scharia-Recht auf deutschem Boden kann nicht sein. Auch der Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, wie er sich aus dem Koran ergibt, ist aus unserer Sicht mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Nichts habe man gegen integrierte Muslime, die hier ihren Glauben lebten. Angestrebt wird aber ein Verbot von Minaretten. Besser gefördert werden sollen Familien, um die Geburtenrate zu steigern. Ein Ende von Euro und EU in der derzeitigen Form und mehr Volksabstimmungen werden angestrebt.
Außerdem wird der menschengemachte Klimawandel bestritten. Und es soll kein Tempolimit auf Autobahnen geben, was nicht alle gut finden. Damit machen wir uns einfach lächerlich, wenn in unserem Programm steht, freie Fahrt für freie Bürger. Das kann nicht sein. Dankeschön. Kürzer als erwartet wird über einen Austritt aus der NATO gestritten. Ein Antrag dazu wird abgelehnt nach diesem Auftritt. Alfred Dregger. Das war die Zeit, wo die CDU noch was war, hat einmal gesagt, wenn wir im Westen fest verankert sind, können wir uns ganz weit nach Osten herauslehnen. Der Mann hat recht gehabt. Bitte lehnen Sie den NATO-Austritt ab. Ihre mögliche Spitzenkandidatur für 2017 unterstützte Gauland am Abend. Zuletzt gab es manche Kritik an ihr. Inhaltlich arbeiten ginge nur mit personeller Geschlossenheit, sagt sie. Ich bin froh und überzeugt davon, dass die Partei das weiß und dass Zwischenschläge einzelner Repräsentanten nicht fruchten werden. Aufregung im Saal noch, als ein Datenleck bekannt wird. Eine linksgerichtete Webseite hat alle Adressen der Parteitagsteilnehmer veröffentlicht. Auf sie befürchtet die AfD nun Übergriffe und erstattet Strafanzeige. Dass die Partei nach rechts gerückt ist, bestreitet Frauke Petri. Sie selbst war schon unumstrittener in der AfD. Von Alleingängen im Vorstand ist immer wieder zu hören. Gegen sie antreten will derzeit aber niemand. Und Frauke Petri versuchte, den Anführer der rechtsnationalen AfD-Gruppe, die sich der Flügel nennt und jährliche Treffen in Kyffhäuserland abhält, Björn Höcke, aus der Partei zu entfernen. 2018 wurde das Verfahren eingestellt. Der Ort ist sagenumwoben, aufgeladen mit Begriffen wie Volk, Vaterlandsliebe, Heimat. Der Sage nach schlummert der alte Kaiser Barbarossa hier tief im Kyffhäuser Felsgestein. Ein Anziehungspunkt auch für rechte Kreise. Dem als gemäßigt geltenden Jörg Meuthen muss diese Symbolik bewusst gewesen sein, als er die Einladung des rechten Flügels der AfD annahm. Die Öffentlichkeit ist hier nicht erwünscht und die Presse schon gar nicht. Das ist ein Flügeltreffen und Herr Meuthen und ich haben gesagt, ja, wir können da durchaus auftreten, weil es Teil der Partei ist. Mit irgendwelchen rechten Gruppen haben wir gar nichts am Hut. Trotzdem will sich Jörg Meuthen an diesem Ort nicht interviewen lassen. Eingeladen hat der rechte Flügel der Partei, angeführt vom Thüringer Björn Höcke und André Pockenburg aus Sachsen-Anhalt. Beide Landesverbände probten gerade erst den Schulterschluss mit Pegida. Zur Kundgebung in Erfurt lud Höcke Pegida-Vertreter Siegfried Debritz ein. Und in Dresden wiederum trat der AfD-Politiker Till Schneider bei Pegida auf. Ich werde Pegida immer unterstützen, denn Pegida verdient alle Unterstützung. Darauf folgte zwar ein Beschluss des Bundesvorstandes, sich von Pegida abzugrenzen, an den sich auch alle halten wollen. Politikwissenschaftler Hajo Funke sagt, der Schulterschluss zwischen AfD und Pegida sei längst vollzogen, der Beschluss des Bundesvorstandes nicht viel wert. Die Macht liege längst beim rechten Flügel der Partei. Ich sehe meine Funktion auch als eine integrative, das heißt, alle Flügel, alle Teile der Partei zu bereisen und mit allen zu sprechen. Und das habe ich da gemacht und ich habe das auch gern gemacht, habe mich da auch wohlgefühlt. Jörg Meuthen, seit 2015 Co-Sprecher der Partei, irritierte die Mitglieder mit seiner Annäherung an den rechtsnationalen Flügel. Und die machten mit weiteren Äußerungen auf sich aufmerksam. Björn Höcke hat gerade von einer dämlichen Bewältigungspolitik der deutschen Geschichte gesprochen. Seine Rede, eine völkische Argumentation, die Deutschland ausschließlich als Opfer sieht, nah an der Rhetorik des Nationalsozialismus. Der thüringische AfD-Vorsitzende demonstriert, wie er sich und seine Partei für den Wahlkampf aufstellt, mit brutaler Provokation. Bis jetzt ist unsere Geistesverfassung, unser Gemütszustand immer noch der eines brutal besiegten Volkes. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt einpflanzt. Ein Denkmal der Schande nennt Höcke das Holocaust-Mahnmal mitten in Berlin. Eine Beschreibung, die bewusst zweideutig formuliert ist. Höcke betreibt Geschichtsklitterung. Er nimmt in Kauf, dass das Schicksal von über 6 Millionen Toten relativiert wird. An den Schulen müsse wieder die Geschichte der deutschen Philosophen, der Musiker und der Erfinder gelehrt werden, so Höcke. Und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. Das Überziehen, der Tabubruch, alles ist Kalkül und folgt einer klaren Linie.
Die AfD muss, selbstverständlich im Rahmen und unter Betonung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes, ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein, zu klaren Worten greifen und auch vor sorgfältig geplanten Provokationen nicht zurückschrecken. So steht es in einem vertraulichen Papier des AfD-Bundesvorstandes und so macht auch AfD-Chefin Frauke Petry selbst immer wieder Schlagzeilen. Auch Höcke folgt dieser Strategie und überzieht. Strafanzeigen sind bereits gestellt. Er rudert zurück, fühlt sich falsch verstanden, spricht von bösartigen Interpretationen und droht mit Klagen. In der AfD-Spitze bricht derweil ein offener Streit aus. Während die Vorsitzende Frauke Petry jetzt von einer Belastung für die Partei spricht, verteidigt Alexander Gauland, der mächtige Chef der Brandenburger AfD, Björn Höcke. Es ist ein Mahnmal der Schande. Es wäre Antisemitismus, wenn er gesagt hätte, es ist ein Mahnmal des Triumphes. Hat er doch nicht gesagt. Er hat an unsere Schande erinnert. Wo ist in irgendeiner Weise Antisemitismus? Mehrfach hat die AfD versucht, den Thüringer Höcke aus der Partei auszuschließen. Erfolglos. Die Partei wie die Geister der Provokation, die sie selber gerufen hat, nicht wieder los. In der Folge wurden die Grabenkämpfe um die politische Ausrichtung der Partei tiefer. Frauke Petry, die lange mit der Unterstützung des rechtsnationalen Flügels agiert hatte, geriet zunehmend ins Abseits. Die neuen Politstars für die Bundestagswahl 2017 hießen Alice Weidel und Alexander Gauland. Petry hatte für Mäßigung geworben, ihr Kalkül, ihre Kritiker zu bezwingen, indem sie die AfD auf eine bürgerliche Ausrichtung einschwört, so koalitionsfähig macht, scheitert. Ich glaube, dass die Partei hier einen Fehler macht und ich werde mir die kommenden Monate des Wahlkampfs vorbehalten, mir die Entwicklung der Partei in diesem Zusammenhang sehr genau anzuschauen. Petry und ihre Partei entfremdet. Wie man die Seele der AfD streichelt, führt ihr ein anderer vor. Intimfeind und Co-Chef Jörg Meuthen rockt den Saal nach rechts, schimpft auf Merkel, Schulz und Co. Wir können diese Gestalt nicht mehr ertragen. Und nein, das ist keineswegs Fundamentalopposition, sondern ja, das ist die Liebe zu unserer Heimat und zu unserem Vaterland. Um daran keinen Zweifel zu lassen, mit diesen Figuren werden wir keine Koalitionen eingehen. Es ist eine neue Unerbittlichkeit, Spalten statt Versöhnen, Verachtung für die Repräsentanten des Systems. Ein radikaler Ansatz, der auch hier erdacht wurde, Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Hier residiert Götz Kubitschek, radikaler Ideologe und Verleger, eine Art Spin-Doktor der neuen Rechten in der AfD. Es gibt die Denker, die Publizisten auf der einen und dann diejenigen auf der anderen Seite, die das Ganze politisch wirksam machen. Er will das parlamentarische System radikal verändern, wünscht sich einen heroischen Staat und mahnt die AfD. Gefährlich wäre für die Partei das Unversöhnliche, das sie auszeichnen muss. Das Unversöhnliche mit dem Establishment, das dieses Land dorthin geführt hat, wo es jetzt steht. Wenn diese Unversöhnlichkeit zu schnell aufgegeben würde. Hier holen sich Parteimitglieder wie der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke Inspiration für ihre Reden. Ich weise dieser Partei einen langen und entbehrungsreichen Weg, aber es ist der einzige Weg, der zu einem vollständigen Sieg führt. Und dieses Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD. Auf dem Parteitag in Köln hat der Thüringer viele Fans. Im Inhalt gibt es nichts auszusetzen. Aus meiner Sicht ist Björn Höcke ein unverzichtbarer Bestandteil der AfD. Björn Höcke, ein leuchtendes Vorbild, der es schafft, in Erfurt 5000 Leute auf die Straße zu kriegen. Ohne ihn wären wir ärmer, ist eine Bereicherung. Die Gemäßigten in der AfD sind geschockt, sehen mit Sorge eine Machtverschiebung. Mit dieser Niederlage, die Frauke Petry definitiv erhalten hat, ja, ist die Position Höckes indirekt gestärkt, auch wenn er hier nicht vor Ort ist. Das zu leugnen wäre fatal. Irgendwann wird so eine Selbstbeschleunigung der Selbstradikalisierung so schnell, dass sie das nicht mehr aufhalten können. Lange hat sie selbst an der Radikalisierungsspirale eifrig mitgeschraubt. Mit dem Versuch, ein anderes Gesicht zu zeigen, ist sie gescheitert. Im Wahlkampf übernehmen andere das Steuer einer zunehmend enthemmten Partei. Aber dieser Partei gelang trotz aller Querelen ein neuer, historischer Erfolg. Sie zog 2017 mit 12,6% als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. Der erste Auftritt vor den Medien in Berlin begann jedoch mit einem handfesten Skandal.
Der Eklat in der Bundespressekonferenz, sorgsam geplant von Petri. Sie hält die anderen für unfähig, die AfD regierungsfähig zu machen. Und werde jetzt diesen Raum verlassen. Dankeschön. Der Streit um die Ausrichtung der AfD dauert schon länger. Petri ist Vorsitzende und doch seit Monaten weitgehend isoliert in der AfD-Spitze. Jens Meyer aus Sachsen, einer ihrer schärfsten Gegner, heute neu dabei. Kürzlich lobte er noch die NPD, die immer entschlossen zu Deutschland gestanden habe. Gestern triumphiert er über Petri. Wenn sie in der Partei verbleiben will, dann soll sie in der Partei verbleiben. Ich bin aber davon überzeugt, dass sie keine herausragende Rolle mehr spielen wird. Eine Pegida-Demonstration auch gestern wieder. Viele stehen der AfD nahe, stören sich auch nicht an Aussagen von Alexander Gauland, der zuletzt vom Stolz auf die Leistungen deutscher Soldaten in den Weltkriegen sprach. Gemäßigtere in der neuen Fraktion wollen einen anderen Kurs. Dort immer wieder drin rumzurühren und Wehrmachtssoldaten und andere Dinge in den Vordergrund zu stellen, finde ich persönlich nicht richtig, sondern wichtig ist das, dass wir unserem Land eine Zukunft bieten und nicht die Vergangenheit wieder erschaffen. Witt äußert Verständnis für Petris Schritt gestern. Heute nun ein neuer Paukenschlag. Petri kündigt an, sie verlässt die AfD. Der genaue Zeitpunkt noch unklar. Gauland und Alice Weidel, sie werden wohl spätestens morgen als Fraktionsvorsitzende gewählt. In einer Partei, die zerstritten ist, zwei Tage nach der Wahl und deren Rechtsaußenflügel ganz offenbar an Bedeutung gewinnt. Der Parteitag 2017 belegte dies deutlich bei der Wahl des neuen Bundesvorstandes und der Sprecher Jörg Meuthen und Alexander Gauland. Und sowohl Alexander Gauland als auch ich fahren einen integrativen Kurs. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir jetzt hier stehen, weil wir nämlich versuchen, diese Strömung sinnvoll zu verzahnen und zusammenzuführen. In der Situation, in der die Partei vorhin war, habe ich mich am Portepee gefasst gefühlt und gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt. Diese Doppelspitze, das Ergebnis eines turbulenten Samstagabends im Hannoveraner Kongresszentrum. Zuerst wird Jörg Meuthen klar erneut zum Bundessprecher gewählt. Zweiter Sprecher soll der als moderat geltende Berliner AfD-Chef Georg Pazderski werden. Doch dann Auftritt Doris von Sayn-Wittgenstein mit einer Rede, in der es viel um deutsche Identität und Distanz zu den sogenannten anderen geht, begeistert sie die Delegierten. Ich wünsche nicht, dass ich Koalitionsgespräche anbieten muss, sondern dass die anderen uns um Koalitionsgespräche betteln. Im ersten Wahlgang schafft sie fast die Mehrheit der Stimmen. Von Sayn-Wittgenstein erst seit 2016 in der AfD, aber schon Landeschefin in Schleswig-Holstein. Beim zweiten Wahlgang dann Pazderski vorn, aber auch ohne mehr als 50% zu erreichen. Beide ziehen später zurück, machen den Weg frei für Gauland. Eine Klatsche für den Berliner AfD-Chef. Viele in der Partei nehmen ihm übel, dass er das Parteiausschlussverfahren, kurz PAV, gegen Rechtsaußen Björn Höcke unterstützt. Später wird Pazderski immerhin noch zum Stellvertreter gewählt. Am Anfang des Tages sieht es noch so aus, als ob nur die Bilder vor der Halle für Aufregung sorgen würden. Anti-AfD-Proteste, die den Parteitag verhindern sollen. Rangeleien, bei denen es verletzte Polizisten, Demonstranten und AfD-Delegierte gibt. Am Ende des Tages ist Alexander Gauland nominell nun der starke Mann der AfD als Fraktions- und Bundessprecher. Und der starke Mann wird der verlässliche Fürsprecher der rechtsnationalen AfD-Mitglieder, die nach dem Tod eines Deutschen in Chemnitz, der von einem Iraker und Syrer laut Gerichtsurteil erstochen wurde, maximal auf das nationalvölkische Thema setzen. Damit erreichten sie Umfragehöchstwerte und sicherten sich weitere Wahlerfolge. Doch hinter den Kulissen brodelte es inzwischen gewaltig. Der Jenaer Extremismusforscher Matthias Quent sieht inzwischen die gesamte AfD vom Flügel dominiert. Der Flügel hat die Hoheit in der AfD insoweit, als dass gegen ihn keine Entscheidungen getroffen werden können. Das bedeutet, dass der Flügel um Björn Höcke gezielt versucht, einflussreiche Positionen in Schiedsgerichten, in Vorständen, in anderen Gremien zu besetzen. Das tut er auch sehr erfolgreich. Und das, obwohl der Verfassungsschutz den Flügel als Verdachtsfall beobachtet. Das Amt vermutet extremistische Bestrebungen. Auch Aktivisten der rechtsextremen, sogenannten identitären Bewegung sind seit Jahren regelmäßig Gast bei den Flügeltreffen, fertigen die Videos, mit denen sich der Flügel im Netz präsentiert. Andreas Kalbitz, der Brandenburger AfD-Spitzenkandidat, gehört neben Höcke zur Flügelspitze. Er streitet jede Zusammenarbeit mit den Identitären ab.
Es gibt keine Zusammenarbeit des Flügels mit der Identitären Bewegung. Das ist falsch. Die offiziellen Distanzierungen seitens der AfD von etwa der Identitären Bewegung sind Augenwischerei. Es gibt eine Vielzahl von Kontakten, von Kooperationen, von gemeinsamen Auftritten. Und schließlich teilt man letztendlich eben auch ein neurechtes, ein identitäres Weltbild. Dies sah auch das Bundesamt für Verfassungsschutz so, als es 2019 den Flügel als Verdachtsfall definierte und ein Jahr später als Beobachtungsobjekt hochstufte. Die Analyse? Gesichert rechtsextremistisch. Die Parteispitze war aufgeschreckt, allen voran Jörg Meuthen, der Bundessprecher. Er befürchtete mit anderen Funktionären, dass die gesamte AfD für den Verfassungsschutz zum Beobachtungsobjekt werden könnte und damit für das konservativ-bürgerliche Lager unwählbar würde. In der Folge wurde der Flügel aufgelöst und einer ihrer prominentesten Vertreter, Andreas Kalbitz, bis dahin Fraktionschef in Brandenburg, aus der Partei geworfen. Die sich daran anschließenden Verwerfungen in der Partei brachen sich Bahn in einer von Parteichef Jörg Meuthen wohlkalkulierten Eskalation auf dem Parteitag Ende November in Kalkar. Wer also gerne weiter Revolution oder Politik Kasperle spielen will, kann und sollte das dann woanders tun, aber bitte nicht in der AfD. Lieber Jörg, dieser Weg ist ein Irrweg. Dieser Weg ist falsch. Du spaltest die Partei. Die AfD zerfleischt sich auf offener Bühne. Meuthen kämpft mit den Seinen gegen den Geist, den er selbst einst aus der Flasche ließ. Das Radikale, Unversöhnliche ist längst fester Bestandteil der Partei-DNA. Und es war das radikale Lager um Björn Höcke und Tino Chrupalla, das auf dem Dresdner Wahlprogrammparteitag die Inhalte vorgab. Eine aufgeregte Beatrix von Storch stürmt das Rednerpult. Sie hat offenbar als Einzige realisiert, was hier auf dem Parteitag gerade passiert ist. Meine Damen und Herren, wir haben gerade beschlossen, dass Migranten, die zu uns kommen wollen und die weniger als 5 Millionen Euro mitbringen, hier nicht mehr willkommen sind. Das passiert, wenn man einen riesigen Text abstimmt, der gar nicht an der Tafel steht. Keiner hat das gelesen. Wir haben nicht gewusst, worüber wir abgestimmt haben. Tatsächlich hatte die AfD in Dresden in einer Flut von Änderungsanträgen gerade mit großer Mehrheit die komplette Abschaffung von Migration gefordert, außer für Superreiche. Wortführer für den Antrag war Björn Höcke gewesen. Als der AfD klar wird, was sie da beschlossen hat, bricht Hektik aus. Der Antrag wird entschärft und neu abgestimmt. Die Partei fordert nun nur noch die Begrenzung von Zuwanderung sowie die Abschaffung jeglichen Familiennachzugs für Flüchtlinge. Die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm weiter unter anderem den deutschen EU-Austritt, die Abschaffung aller Maskenpflicht, die Rückkehr zur Wehrpflicht, die Abschaffung des Rundfunkbeitrags und ein Verbot von Minaretten. Doch dieses rechtsnationale Wahlprogramm wollte bei den WählerInnen nicht so zünden, wie es die AfD gerne gehabt hätte. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verfehlte die AfD ihr Ziel, stärkste Kraft zu werden, deutlich. Der Abstand zur CDU rund 16%. Und auch bei der Bundestagswahl im September 2021 verlor die AfD, holte am Ende 10,3% der Wählerstimmen. Am Tag nach der Wahl zelebriert die AfD den Spalt und streitet auf offener Bühne über die Auslegung des eigenen Ergebnisses. Ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht und uns auch nicht schlecht reden lasse von niemandem. Denn wir haben nun mal ein solides Ergebnis gefahren. Wir mögen da wirklich eine Differenz haben in der Beurteilung, wenn wir 20% unserer Wählerstimmen verlieren oder fast 20%. Dann halte ich Zufriedenheit für unangebracht. Es ist zusammen mit den Landtagswahlen gestern die 7. Wahl mit Verlusten für die AfD in Serie, ein Negativtrend. Während die Partei bei der Bundestagswahl im Westen einbüßt, gewinnt sie im Osten 16 Direktmandate, 10 alleine in Sachsen wie hier in Görlitz. Eins stand nach diesem Tag fest. Das Tischtuch zwischen dem als gemäßigt geltenden Jörg Meuthen und den Parteioberen Alice Weidel und Tino Chrupalla war endgültig zerschnitten. 4 Monate später verlor Jörg Meuthen den internen Machtkampf und verließ die AfD. Mit seinem Abgang verlor das gemäßigte Lager seinen wichtigsten Verbündeten. Bei der Wahl zum Landtag in Schleswig-Holstein musste die Partei eine unerwartete Niederlage einstecken. Sie erreichte nur 4,4%. Auch bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland kassierte die AfD einen Dämpfer. Auf dem Parteitag in Riesa wurde dann endgültig klar, wer in der Partei das Sagen hat. Mit rund 60% der Delegierten und 2/3 der neu gewählten Vorstandsmitgliedern
stellten die radikalen Kräfte, nach Ansicht von Experten, nunmehr die Mehrheiten in der AfD und bestimmten den Kurs. So legitimierte der Parteitag die Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Arbeitnehmergruppe Zentrum Automobile. Ich sage ja zum Zentrum Automobile. Wir brauchen dieses Vorfeld. Ohne dieses Vorfeld sind wir nichts und werden nicht durchbrechen. Also bitte unbedingt weg von der Unvereinbarkeitsliste mit dem Zentrum Automobile. Die Hüter der deutschen Verfassung waren alarmiert. Sie führten die gesamte AfD als Verdachtsfall auf. Eine Bewertung, die die Jugendorganisation der AfD, Junge Alternative, bereits seit 2019 innehatte. 30-40% der Gesamtpartei AfD habe extremistisches Potenzial, hieß es im Bericht. Doch im 10. Jahr ihres Bestehens war dies für die AfD kein Menetekel. Im konstanten Umfragehoch kürten sie sogar ihren ersten Landrat. Glückwünsche des Co-Parteivorsitzenden für den Wahlsieger, AfD-Chef Tino Chrupalla und Robert Sesselmann, frisch gekürt zum Landrat. Er erklärt seinen Erfolg als über die Grenzen seines Landkreises hinausreichend. Der Landkreis Sonneberg schreibt Geschichte. Die AfD ist nunmehr als Volkspartei hier im Kommunalbereich in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen. Volkspartei im Bund, derzeit mehr Wunschdenken als Realität. Dennoch löst das Ergebnis von Sonneberg heute im Bund Entsetzen aus. Die Rede ist von einem Dammbruch. Selbstkritisches kommt aus der Kanzlerpartei. Die Ampel hat ihre Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt, nicht gut organisiert, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Wir müssen jetzt durchstarten, unsere Konzepte für die Modernisierung des Landes eben auch voranbringen. Auch die Grünen suchen nach Antworten, etwa auf die Frage, warum ist die AfD in Thüringen, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft, so erfolgreich? Co-Grünen-Chefin Lang sieht darin ein spezielles Ostproblem. Ganz konkret glaube ich, dass, wenn wir über Investitionen sprechen, wir da die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die Stärkung von Regionen auch im Osten ganz nach oben priorisieren sollten. Zurückhaltung heute bei Grünen, SPD und FDP in puncto Schuldzuweisungen. Der CDU-Chef hingegen bleibt dabei. Er versteht das Umfragehoch und das erste Landratsmandat der AfD als Denkzettel für die Ampelpolitik. Wenn Sie die Bevölkerung verlieren auf dem Weg, den Sie mit einer solchen Transformation gehen wollen, und genau das ist jetzt eingetreten, dann dürfen Sie sich über solche Wahlergebnisse nicht wundern. Der Tag nach der Landratswahl in Sonneberg, Jubel bei der AfD, Fragezeichen, Strategiesuche und Streit um Verantwortung bei den anderen. Und die anderen konnten dann auch beobachten, wie auf dem Europaparteitag der AfD in Magdeburg das völkische Denken die Reden prägte. Und wenn den Sozialschwachen unter uns, was auch nach der kulturellen linken Hegemonie leider die Regel ist, keine Märchen mehr vorgelesen und keine Lieder mehr vorgesungen würden, so wissen wir doch, ihr Herz würde tanzen, wenn es deutsche Märchen und deutsche Lieder wären, wie man ihn vorträgt. Es ist ja sehr viel Radikalität hier zu spüren. Und das ist ein Kennzeichen, was die AfD von anderen Parteien deutlich abhebt. Anfang dieses Jahres dann ein Paukenschlag für die AfD. Laut dem Recherchenetzwerk Korrektiv trafen sich AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer im Potsdamer Hotel zu internen Plänen, wie Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden können. Das Schlüsselwort: Remigration. Dankbar bereits aufgenommen von Pegida und der Jungen Alternative im Winter 23. Die bürgerliche Mitte in Deutschland, entsetzt, erhob sich. Seit Wochen demonstrieren Hunderttausende in ganz Deutschland gegen die AfD und ihre Pläne. Zeitgleich entschied die Justiz, der Verfassungsschutz darf die Junge Alternative als gesichert rechtsextrem bewerten. Unruhige Zeiten für die AfD. Vor einem wichtigen Parteitag im Sommer Wahlen in Europa sowie in drei Bundesländern. Die wohl zentrale Frage dabei bleibt, ob die Stammwähler der Partei erhalten bleiben.